Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal am Niederrhein an der Strecke zwischen Viersen und Venlo. Vom Bahnhof Viersen habe ich ja bereits ein extra Video veröffentlicht, wo zum Beispiel gezeigt wird, wie ein sogenannter Kohlebomber im Bahnhof Kopf macht. Diesen Zügen werden wir auf der Strecke öfters begegnen. Züge, die von Mönchengladbach hochkommen, können einfach durch den Bahnhof durchfahren. Züge, die auf der Ost-West-Achse unterwegs sind, müssen erst in den Güterbahnhof einfahren und dann muss die Lok umgesetzt werden. Seit Jahren ist daher eine Verbindung, die sogenannte Viersener Kurve, angedacht, die den gesamten Ablauf deutlich beschleunigen würde. Die Strecke nach Venlo ist weitgehend eingleisig. Das erweist sich immer wieder als Nadelöhr, vor allem dann, wenn die Hollandstrecke bei Emmerich gesperrt ist und Züge über Viersen und Venlo umgeleitet werden. Jedoch gut für uns, dann gibt's wenigstens was zu sehen. Und wir gehen jetzt nach Dülken und schauen uns dort ein bisschen um. 5 Kilometer sind wir schon von Viersen entfernt und die erste Vectron als Triebfahrzeugfahrt haben wir schon verpasst. Im Anmarsch eine Grinsekatze, Baureihe 1440. Was die hier macht, das verrate ich später. Laut Fahrplan müsste eigentlich ein Triebzug der Eurobahn kommen, der hier hält. Und hier kommt die Eurobahn mit einem Stadler Flirt. Nach diesem ging es weiter nach Westen vor die Tore der Stadt, doch leider erreichten wir nicht mehr rechtzeitig einen Platz ohne Sichtschutz für diese imposante Vossloh G2003 BB, die momentan für Railforce One fährt. Dann ein schönes Plätzchen gefunden mit Aussicht auf den Siloturm vom ehemaligen Kaisers Kaffeegeschäft. Der Wind produziert fleißig Strom oder auch nicht. Mehr Bewegung gibt's auf den Schienen. Thank you.
Dort hinten befindet sich ein Bahnübergang und da hat sich Mrs. Beutezug platziert. Blick Richtung Dülken. Nach meinen Informationen ist Dülken ein Haltepunkt, aber mit einer Überleitstelle. Deshalb weiß ich auch nicht, ob das gerade ein Einfahrsignal war. Ein Bahnübergang zählt ja die Achsen vor und nach dem Befahren, so wird festgestellt, dass der Zug drüber ist und die Schranken wieder geöffnet werden können. Warum der Computer hier allerdings so lange fürs Zählen brauchte, das ist mir schleierhaft. Und mal aus einem anderen Blickwinkel. Am Schluss hing eine Foslo G2000 BB, diesmal aber mit einem asymmetrischen Führerstand. Und abermals geht's ein paar Kilometer weiter nach Bosheim. Ja. Und wieder ein Alstom Coradia Continental, diesmal mit Halt. Es handelt sich um den Regionalexpress 8 aus Köln. Dieser fährt um diese Uhrzeit bis Kaltenkirchen, quasi als Verstärker. Normalerweise fährt dieser maximal bis Mönchengladbach, einmal am Tag aber über Viersen nach Kaltenkirchen, also kurz vor der niederländischen Grenze. Später fährt er dann leer zurück. Nicht so ganz optimal der Standort hier. Kaum kommt der Regionalexpress zum Stehen, setzt sich auch die Haifisch-Vectron von Railforce One in Bewegung.
Die Weiche ist schon wieder umgelaufen, ohne dass ich es auf Film hätte. Ich habe den Eindruck, dass der Zug da hinten schon wieder langsamer wird. Eventuell gibt es im nächsten Ort schon die nächste Zugkreuzung. Fünf Minuten später kommt aus der Richtung ein Zug, also gab es tatsächlich eine Zugkreuzung. Und das ist wieder der Triebzug, den wir vorhin sahen, der nach Kaltenkirchen fuhr und jetzt fährt er leer zurück. Auch hier steht vermutlich eine Kreuzung an, denn 10 Minuten später. Und wieder habe ich das Umlaufen der Weiche nicht mitgekriegt. Es geht also wieder auf Gleis 2. Mit anderen Worten, hier gibt es jetzt dann wieder die nächste Kreuzung. Natürlich gibt es auch Überlegungen, die Strecke zweigleisig auszubauen, aber wie es halt so ist, gibt es dann natürlich auch Widerstände. Thank you.
und dem ICE direkt auf den Fersen. Also mit direkt meine ich 5 Minuten später. Und gleich klappen die Spiegel aus. Und der Güterzug macht sich jetzt auch langsam auf die Socken. Achtung, ein Vogel auf dem Gleis. Nochmal Glück gehabt. Wenn ich nur mal sehen könnte, wie die Weiche hier umläuft. Und da haben wir einen Grashüpfer, Einfahrt auf Gleis 2. Dann wird es wohl doch noch was werden mit meiner Weiche.
zeitgleich. Und so langsam denken wir schon mal ans Aufbrechen, aber vorher.
Und dann springen wir nach Kaltenkirchen. Ah, das tut weh. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Aber Glück im Unglück, der Zug war noch später dran, sonst hätte ich ihn gar nicht gesehen. Der Fahrplan ist einmal total unübersichtlich. Bemerkenswert die Unterführung, oder besser gesagt die Unterführungen. Jeder Bahnsteig hat seine eigene Röhre. Ui, wieder eine Weiche. Oh, mit einem Eichhörnchen. Im Bahnhof selbst sind noch maximal 100 km/h möglich. Hier werden 80 angekündigt, die dann hinter dem Bahnhof kurzzeitig gelten.
Die 189er wurden mittlerweile abgerüstet. Sehr international geht's hier zu. Eine Drax 2 von Akiem, eine französische Leasinggesellschaft, fahrend für JD Cargo, also tschechisch, mit Aufliegern in die Niederlande. Thank you.
Der Bahnübergang schließt sich. Das Signal bleibt rot. Der Bahnübergang noch offen, aber die Weiche läuft um. Das Signal immer noch auf Halt, denn eine Sache fehlt noch. Richtig, der Bahnübergang. Jetzt gehen die Schranken runter. Und dann kann auch das Signal auf Fahrt kommen. Wenn man jetzt hier mal die Kupplung betrachtet, wir haben hier keine herkömmliche Schraubenkupplung, sondern eine automatische Kupplung AK69E mit Querbalkenabstützung. Zwei Vorteile hat diese Kupplung. Die Kuppelarbeit wird fast komplett eingespart, ganz klar. Außerdem verträgt sie größere Lasten, was schwerere Züge ermöglicht.
Die hier verwendeten Wagen der Bauart FALRRS sind für schwere Schüttgüter konzipiert, vor allem für Eisenerz. Nach meinen Informationen wird hier aber Kohle transportiert. Aber wie immer gilt, ohne Gewehr. Natürlich sind auch die Loks damit ausgerüstet. Interessant ist dabei auch noch, dass immer zwei Wagen durch eine Kuppelstange fest verbunden sind. Ah, wieder eine ICE 3 Neo. Soweit mir bekannt, dürften diese zum Zeitpunkt des Erscheinens des Videos bereits standardmäßig zwischen Frankfurt und Amsterdam im Einsatz sein. Zum Zeitpunkt des Drehs aber waren sie auf Testfahrt. Eine rasante Bremsung war das und da vorne wird Personal aufgenommen. Ja, und der Regionalexpress muss weiter noch ein bisschen warten, denn... Und dann muss nur noch die Weiche umlaufen. Und wenn das passiert ist, kann auch der Regionalexpress wieder weiterfahren. Und dann noch kurz vor der niederländischen Grenze. Als nächstes steht dann ein Bahnübergang im Wald südlich von Venlo auf dem Programm.
Hier der Blick Richtung Deutschland. Die Grenze ist dann noch 200 Meter weiter. Wir sehen noch einen niederländischen Bahnübergang, aber schon ein deutsches KS-Vorsignal. Und der Blick Richtung Venlo. Eine Colaflasche, die wohl ein Pilot unachtsam aus dem Cockpit geworfen hat. Und jetzt achtet mal auf die Schranken. Na, so eine Überraschung.
In Venlo selbst ist auch so einiges zu sehen, ein spezieller Spezialbahnübergang und am Bahnhof ist auch allerhand los. Aber dazu gibt es dann demnächst ein eigenes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.